Herzlich willkommen, du Völker-Fan da draußen. Ja, schön, dass du zu einer neuen Runde die Völker eingeschaltet hast. Wir befinden uns hier in der Runde, wo wir gegen die Amazonen kämpfen müssen. Und wir haben ja ein paar Heimer-Boys. Ich hätte auch mal gesagt, wir machen jetzt mal 3, 4 Bogen. Bogeniris. Sehr schön, wir haben 125 Lagerplätze. Auch immer ganz geil, so können die dann das Holz direkt da hochbringen, ne? Tiere fressen deine Plantagen auf. Sage mal her. Wo sind die Jäger? Ah, ja, nicht mit unseren Plantagen, meine Kinder. Ist nicht mit unseren Plantagen. Dadurch, dass wir auch wachsen, hätte ich gesagt, hauen wir da nochmal wenigstens ein Gebäude hin. Denn wir brauchen Einnahmen. Oder ich hätte sogar noch gesagt, ein zweites Gebäude. Dann bauen wir noch 2 Stück hin. Gebäude wird errichtet. Und noch eine Pilzfarm, ne? Dass wir jetzt dann auch anfangen können, Pilzschnaps zu brennen, ne? Gebäude wird errichtet. Da hätte ich es nämlich so gemacht. Ein Gebäude ist fertig. So, 4 Steine bitte darunter. Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. So, du kannst ein Eisen schon mal herstellen. Sehr gut. Wir produzieren Eisen. Wir sind unabhängig mal von den ganzen, ne? Wir machen dann auch diese... Wenn die Häuser hier voll sind, dann ist mir das eh egal, ganz ehrlich. Dann können die mich am Arsch lecken. Dann haue ich denen noch den Tempel hin, aber dann ziehe ich euch wieder die Kohle ab, ne? Ganz klar, ne? Dann ziehe ich euch die Motivationskosten, die 44, ab, weil das sind die Deine Bevölkerung Kosten. Sich einen Tempel. Das sind ganz klar die Kosten, die ich brauche. Ein Gebäude ist fertig. Ausbildung abgeschlossen. Aber die umzingeln uns nicht, ne? Die umzingeln uns aber hoffentlich nicht, ne? Ich hoff's nicht. So, ihr könnt jetzt mal hier an den Häusern bauen. Das ist mir scheißegal. Wir haben eh genügend. Genau, nehmt das Eisen schön mit. Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Das ist nämlich die Kaserne von denen, ne? Die haben 2 Türme. Aber es scheint nicht so, dass sie weit... Ne, die expandieren nicht. Ausbildung abgeschlossen. Also denke ich, dass es so fertiggestellt ist, ne? Okay, Hammermann. Der Hammermann ist Hammermann, weil er ist Hammermann. Gut, ja, jetzt, wir produzieren Eisen. Wir haben genügend Steine. Die Girls sind uns eigentlich echt nicht so... Ja, die stören uns eigentlich gerade echt hart wenig, ne? Ein Gebäude ist fertig. Können wir auf jeden Fall noch so einen Pilzman hier hinsetzen. Gebäude wird errichtet. Dann machen wir hier noch so einen. Die Bevölkerung wünscht sich einen Zirkus. Was ihr euch alles immer wünscht. Gebäude wird errichtet. Kriegt er das hier hin und den Tempel noch, ne? Deine Bevölkerung wünscht sich einen Tempel. Dompteur brauchen wir noch. Und Tempel. Dann haben wir alles. Jo, seid aber schweineteuer, ne? Das wisst ihr, ne? Ja, Schokotörtchen. Ja, was wollt ihr noch alles? Abgeschlossen. Als ob man... Ein Gebäude ist fertig. So, die Pilzfarmen wachsen auch gut.
Hier, Polizeichef, ja, du musst da einschreiten, das geht so nicht. So, dann hätte ich aber gesagt, dass wir da die eine Hütte abreißen. Die brauchen wir nicht, da sparen wir uns die Kosten, dann hocken wir die da lieber rein, in die großen Häuser. Ganz ehrlich, Geld gespart, wir müssen jetzt sparen. Ey, das geht so nicht. Vor allem, wir brauchen ja... Das frage ich mich halt gerade, ne? Eigentlich müssten uns diese 25 Waffen ja langen, ne? Hätte ich schon gesagt, ne? So ein bisschen... Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Ausbildung abgeschlossen. So. Jagt noch fleißig bei der... Ja. Wenn du einen Jäger überall hinpackst, dann passt das eigentlich, ne? Tiere fressen deine Plantagen auf. Ach, das Gott, hey, was ist das denn? Jawohl, wieder dich direkt drum gekümmert. Ich bin so super stolz auf dich. Ja, guck, da kriegen wir nämlich richtig Kohle zusammen. Und sobald die Häuser voll sind, erstmal hätte ich gesagt, setzen wir es ein bisschen wieder auf Low. Und warten. Deine Bevölkerung wünscht sich einen Zirkus. Ja, kriegt ihr ja alles. Und einen Tempel kriegt ihr auch hingeschmettert. Hab ja nicht gesagt, dass es das nicht gibt, ne? So. Das nervt auch manchmal, ne? Dass die Jungs einfach so... Ja, gar nichts machen, ne? Die bleiben dann einfach stehen und wenn du die nicht befehligst, ne? Deine Bevölkerung wünscht sich einen Tempel. Ganz ruhig hier. Der Bewohner einer deiner Städte ist angestiegen. More than Pilzschnaps. Ein Gebäude ist fertig. Sehr gut. Dem Gebäude fehlt ein Betreiber. Ich freue mich. Hat seinen Betrieb aufgenommen. Ausbildung abgeschlossen. Ja, wir haben eine gute Armee dann schon. Oh. Oh, ich hatte schon Angst. Das sah so aus, als wenn die mal im Land sind. Die hätten auch die Landgrenzen besser machen können. Dir fehlt Holz. Ja, so ist es halt. So wäre es angenehmer, aber dann ist die Map nicht mehr so schön, ne? Warum fehlt mir schon wieder Holz? Die hacken doch wie die fleißigen Hacker. Okay, ich meine, wir haben da zwei Riesenprojekte am Laufen. Ich hätte gesagt, wir kommen so mit den Waffen eigentlich hin. Dir fehlt Stein. Ja, okay, ich meine, ja, wir haben das Holz gebraucht hier für die... So, die Hütten sind voll. Merkst du auch an unserem Umsatz, ne? Ich meine, wir haben da schon 180, ne? Das fetzt ja hier. Ausbildung abgeschlossen. Wir könnten aber dann vielleicht so just for fun noch einfach, um uns das mal anzugucken, noch so einen Magierturm bauen, ne? Das wäre vielleicht auch so eine kleine Idee. Da ist was. Siehst du ihn nicht? Ja, er sieht ihn. Schon gedacht, dass der Depp den jetzt wieder nicht sieht. Da hinten sind auch Tierchen, ne? Deine Bevölkerung wünscht sich einen Zirkus. Der Zirkus kommt, meine Kinders. So, wir speichern mal direkt auf Shipment 2. Dass wir wie immer den Sound wieder dabei haben. Der Bewohner einer deiner Städte ist gesunken. Gesunken? Ach komm, hört auf. Wieso gesunken? Wo kommt denn das gesunken her, Mann? Was soll das? So. Dir fehlt Holz. Deine Bevölkerung wünscht sich einen Tempel. Also ich glaube schon, dass wir mit den Einheiten hier schon was rocken werden, ne?
Ich gehe auf Nummer sicher, weil wir müssen die Häuser irgendwie kaputt machen. Das meinen die halt mit diesem dicht bekämpfen, ne? Die sind halt klar, ganz klar im Vorteil, weil die halt diese zwei Türme haben, A2 Bogenschützen. Und dann haben die halt noch diese Schwertkämpfer hier. Bihänderin. Okay. Hat die da Bimetall dran oder was? Dir fehlt Stein. Knicken so die Schwerter ab, sobald es zu kalt oder zu warm wird, dann macht's einfach. Das wäre schon lustig. Ja. Der andere Schlumpf da. So. Da hätten wir auch noch ein paar Steine und hier. Also ist genügend da und hier oben auch noch. Also wir haben genügend Steine. Ich merke aber schon immer in dem Spiel, da musst du vorsichtig sein, weil die Steine halt leider nicht endlos sind, ne? Was ja logisch ist. Ey. Deine Bevölkerung wünscht sich einen Zirkus. Den Zirkus kriegt ihr gleich. Wenn das gemacht... Boah, noch ein Zeitungsstand. Ach, ich geh kaputt, ey. Wollt ihr mich verarschen? Dir fehlt Holz. Vor allem, ich bin ja wirklich froh drum, dass wir da irgendwie schon mal mega im Plus sind. Weil das ist halt stellenweise in dem Spiel auch nicht so selbstverständlich immer bei mir gewesen. Aber die Mission läuft echt super, da hatten wir einen echt richtig guten Start. Essen haben wir auch noch genügend. Ihr Pilzschnaps, Mann. Sauft ihn und lasst mich in Ruhe. Von mir schon wieder mit eurem Kack-Zeitungsstand, ne? Was soll das? Puh. Deine Bevölkerung wünscht sich einen Tempel. Ey, wenn ihr jetzt gleich nicht die Schnauze haltet, ne? Die Zufriedenheit der Bewohner einer deiner Städte ist angestiegen. So muss es. Boah, 175. Boah, wir haben da schon 235, ne? Gut, der Tempel frisst dann nochmal einen Haufen und der Zirkus werden wahrscheinlich nochmal einen Haufen fressen an Kohle. Aber wir haben auch schon mal ein dickes Plus hier wieder. Läuft bei uns, würde ich sagen. Läuft bei uns. Ah, ich gehe mal ein bisschen... Nein, ich tue mal den falschen Hebel. Ah! Weil ich merke immer so ein bisschen nach einer Zeit so... Ausbildung abgeschlossen. Ja, egal, da hocke ich jetzt ein bisschen niedriger. Oh, ich merke dann immer meinen Rücken so mittlerweile. Ich werde auch alt. Ach ja, so ist es schon. Ah, obwohl... Deine Bevölkerung wünscht sich einen Zirkus. Ja, doch, so ist es schon besser. Ja, dein Zirkus kommt doch gleich, Mensch. Kind, dein Zirkus kommt doch jetzt. Noch 1-1, Mensch. Weak. Ich weiß gar nicht, ob ich noch gut hau. Egal, wenn jetzt seht ihr mich jetzt abgehackt oder so. Ist ja egal. Das ist das letzte. Nein, das ist Stein. Das Holz. Trägt zu Zirkus. Sehr schön, dann baue erst endlich mal den Zirkus hier fertig. Ja, normal brauchen wir auf jeden Fall noch so ein großes Haus, ne? Das hat schon Pflicht. Ja, die haben es einfach schon... Oh nee, was macht ihr denn da? Ist da was, dann macht das, was am besten können und tut einfach Leute ausbilden. Dass da auch mal so ein paar wegkommen hier.
Okay, noch ein Holz. Ist halt immer so nervig, weil halt alles irgendwie Holz braucht, so gefühlt, ne? Aber Waffenschmied, glaube ich, baue ich jetzt nicht mehr. Obwohl ich ja gesagt habe, hier auch diesen Magie-Turm. Wir können auch noch Reittiere, ne? Können wir auch noch machen. Für was brauchen die eigentlich einen Zirkus, ne? Dass sowas gibt bei den Völkern, ne? Dir fehlt Holz. Ja, dann knallt dir mal das Holz hier von Latz, ne? Dann zack dir mal hier. Jawohl, Trick zu Tempel. Weil dann kann er auch endlich den Tempel fertig bauen, ne? Dann haben wir wenigstens den Tempel fertig. Und den Zirkus. Dann haben wir schon mal die zwei großen Sachen weg. Dann kriegt ihr hier halt noch einen Zeitungsstand hin. Ja, es tut mir leid, ich muss halt so viel in Auftrag geben. Gebäude wird errichtet. Da haben wir hier noch ein zweites großes Wohngebäude, also noch ein Wohngebäude hin, großes. Weil ich nutze das noch aus, dass wir so viele Träger kriegen. Weil essenstechnisch sieht es ja ziemlich gut aus noch, ne? Ja, 50. Das darfst du halt auch nie aus dem Auge verlieren, aber so. Da können wir halt gut Soldaten. Hä, hey, guck mal, wir haben 2640, ne? An Kohle wieder. Hier fehlt Stein. Ich weiß, aber ich kann da gerade nichts ändern. Deine Bevölkerung wünscht sich einen Tempel. Ja, kriegt ihr jetzt alles. Es finde ich, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen negativ stimmt in dem Spiel. Dass die halt dann so zwei Zeitungsstände haben wollen. Für was? Ich meine, da bedient doch hier alle. Das finde ich immer so ein bisschen, ja, das finde ich immer ein bisschen doof. Ist fertig. Vor allem überlegt mal 50, ne? Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Wie viel kostet dann das Gebäude? 50, okay, ich meine, merkst du jetzt nicht so, nicht mehr. Aber trotzdem, es ist so, boah, überlegt mal. Puh. Ein Gebäude ist fertig. Der kostet halt 40, ne? Das heißt 90, ne? Ich ziehe euch die Motivation gleich wieder ab, ne? Das könnt ihr Gift draufnehmen. Fehlt ein Betreiber. Ich meine, ich mache nicht fett plus, dass ihr dann, ihr Deppen hier dann mir alles wegnehmt, ne? Vor allem, du hast so ein paar Bedürfnisse, ne? Und die sagen sofort, das ist halt in dem Spiel so hart, weil die halt in dem Spiel sofort sagen, hey, dir geht's nicht so gut, ne? Obwohl du halt alles erfüllst, ne? Du sagst, hier habt ihr euer Kram. Und du sagst halt so, ja, ihr habt da alles, ne? Aber wenigstens ist das Haus gleich schon mal fertig, perfekt. Nur 4 Steine. Das ist halt auch wieder so kurios. Hier hauen sie alle Steine hin, der kann nicht weiterbauen. Und hier sagen sie einfach, ach ja, ist okay. Ganz komisch, die Jungs. Komische Lieferketten. Wenn's Holz weg ist, komplett... Also wenn das eine Holzstückchen da... ...bei dem gelandet ist... ...dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, dass man... Ja, ist mir auch egal. Ja, das Problem ist immer, wenn die Jungs dann... ...so kurz mal stocken, ne? Bevor wir das vergessen, gehen wir an den ran. Lass dich nicht abschießen, Mann. So, noch einen davon. Jawohl, alles klar, gut. Wir können hier noch 5 Bogenschützen machen. Ja, an sich wär's, ist es ja echt wurscht, ne? Ist ja eigentlich echt egal, ob wir das jetzt noch hier lassen. Ich meine, wir machen ja eh noch Plus und wir haben ja schon Soldaten hier. Wir haben ja schon eine Menge. Und die sind ja nicht so stark aufgebaut wie wir, ne?
Aber wie gesagt, sie haben uns ja vorgewarnt. Die haben mir gesagt, hier. Hier, ihr müsst aufpassen, ne, haben sie gesagt. Passt auf. Weil die Mädels können sich halt besser orientieren als ihr. Weil das sind halt Amazonen, ne? Haben die ja wortwörtlich gesagt. Ein Gebäude ist fertig. Ein Gebäude hat seinen Betrieb aufgenommen. Die Zufriedenheit der Bewohner einer deiner Städte ist angestiegen. Ja, ich kann jetzt nicht mehr machen, ne? Ja, komm. Wir lassen die Motivation noch ein bisschen oben, wie gesagt, bis das Haus mal voll ist. Die sollen sich jetzt mal um die Bogenschützen kümmern. Und wenn diese vier Bogenschützen jetzt noch... Ne, fünf waren es, ne? Fünf? Vier? Ach, haben wir schon einen runter? Hä? Na, egal. Kommen wir jetzt mal noch einen hin. Wenn wir diese fünf Bogenschützen jetzt, sag ich mal, ich glaube, da war, hat sich schon einer ausgebildet. Ist ja egal. Wenn die fertig sind, greifen wir an. Das werden wir auch noch in dieser Folge tun, ne? Ah, die haben schon das ganze Holz jetzt denen hingegeben. Okay, alles klar. Tiere fressen deine Plantagen auf. Ausbildung abgeschlossen. Ja, wir haben hier ein fettes Plus immer noch. Das freut mich halt echt. So, wir haben 15. Ich will mir mal dieses Magier-Ding angucken. Deswegen baue ich den jetzt einfach mal. Einfach mal, weil ich mir das angucken will. Wie gesagt, wir lernen halt immer mehr dazu, ne? Ich meine, wir wissen ja auch, dass es hier dieses Reitding gibt. Dressurfarm, ja. Dass es die gibt und da können wir ja dann auch so Reittiere uns züchten. Dir fehlt Holz. Ja, 25 Eisen, das hat schon hart. Da müssen wir halt echt schauen. Aber ja, wir gucken uns einfach mal den Turm noch an, ne? Sehr gut, sehr gut. Wie in jedem Spiel, Strategiespiel, geht das auch, dass wir hier Nummern geben können. Ist halt immer leichter zu koordinieren. Da habe ich nämlich dem die 3 gegeben, den die 1. Den Deserteur. Saboteur. Nicht Deserteur. Deserteur wäre ja, wenn er sich gegen uns gestellt hat. Die Zufriedenheit der Bewohner einer deiner Städte ist gesunken. Was? Kann ja nicht sein. Ihr habt den besten Bürgermeister, den es gibt hier mit mir. Voting for Shipman. Wir haben eine gute Armee hier, ne? Also ich würde schon sagen, mit denen können wir doch was rocken. Ne? Es gibt keinen, der 200 hat, ne? Ja, also, was soll ich mir die Schokotörtchen herhole? Soll ich die mir aus der Rippe schneiden? Ich weiß nicht, was wollt ihr immer von mir? Ich weiß ja nicht, warum der immer dahin rennt. Mach das, wofür ich dich bezahle, Steine holen. Dir fehlt Eisen. Dir fehlt Holz. Wir haben gar nichts mehr, ne? Wir sind so arme Lutscher. Dir fehlt Stein. So, ein Stein und einmal Holz. Und dann halt noch 8 Eisenbarren. Aber wie gesagt, ich will mir das halt angucken, ne? Ja, komm nochmal den einen weg. Tiere fressen deine Plantagen auf. Und ich warte halt wirklich noch. Ja, ich weiß, ich habe jetzt gerade gesagt gehabt, wir gehen, aber ich will halt noch gucken, was dieser Magierturm macht. Weil wir können hier auch
Du investierst nichts in Forschung. Ja, noch nicht, aber pass mal auf. Was? Die Zufriedenheit der Bewohner einer deiner Städte ist gesunken. Nee. Das kannst du ja nicht leisten. Obwohl, es geht ziemlich schnell, ne? Sag mal her. Obwohl. Ja, wir lassen es mal runterlaufen. Boah. Forschung abgeschlossen. Ja, aber es geht halt hart schnell, ne? Deine Bevölkerung verlangt mehr Schokotörtchen. Dir fehlt Holz. Gut. 52 immer. Ja, obwohl die Forschung geht halt echt richtig flott. Dir fehlt Eisen. Wir haben zwar fast keine Kohle, fast keine Kohle mehr. Übertreiben was man nicht, ne? Aber es ist. Forschung abgeschlossen. Sehr schön. So, dann lassen wir es mal bei den 10%. Ja, wir können nichts mehr erforschen. Und wir brauchen hier noch 6 Stück. Bringt er das eigentlich direkt hin? Natürlich nicht, er bringt es erst ins Lagerhaus. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Bring diesen Eisenbarren dahin. Du rennst da rein, um 9 zu holen, oder was? Du bringst den gemachten gerade dahin, um dann 9 zu holen. Das ist ja. Ja, komm, da können wir auch noch. Da können wir auch noch Hammerpiet, Schwerterpiet ausrüsten. Wenn wir dann ein paar Soldiers. Wie gesagt, ich will halt auch die Jungs hier testen, ne? Eieieiei. Kannst ja keinem erzählen hier. Boah, wir produzieren Eisenbarren, damit die wiederholen, ne? Das ist so hirnrissig. Hauer. Aber gut. Noch 5 Stück. Einer ist da auch wieder fertig. Noch 4. Ja, so lernen wir halt das Spiel immer noch besser kennen. Man hat ja nie ausgelernt, ne? Das ist es ja, ne? So, den einen. Ja, komm, mach die noch schnell. Los. Dann bin ich mal gespannt, was der wieder für einen sinnlosen Scheißtrick braucht hier. Die hatten wir bisher noch gar nicht, ne? Den Waffenschmied eigentlich auch nicht, aber der Waffenschmied braucht ja wahrscheinlich nur Eisen. Das Urfarm hatten wir ja schon mal. War jetzt nicht so. In einer Stadt herrscht Hungersnot. Warte, wir können ja Pilze hier. Weil meine Jäger wieder nichts hinkriegen, ne? So, noch 3. Noch 2. Da bringt das nächste Eisen. Deine ja, schön wegmachen. Verlangt mehr Schokotörtchen. Ja, ich krieg die. Ich kann die nicht herstellen. Wie oft denn noch? Ich betreib doch jetzt nicht mehr den Darm, wo ich. Wünscht sich eine Polizei. Oh. Die baue ich jetzt gerade noch nicht, weil sonst bringen die das Eisen nämlich nicht mehr. Gut, der eine holt jetzt das Eisen, perfekt. Wir warten aber noch ganz kurz. Weil wenn wir das nämlich jetzt... Ach komm, noch ein Hammer, Johnny. Ich will mal kurz die Magier angucken. Aber was die können, ne?
Auch mal so ein Ding, ne? Wie, was die kosten, was die können. Die sind bestimmt schweineteuer, weil die Forschung war schon richtig teuer. Aber die werden wahrscheinlich richtig fett Damage machen, ne? Wenn da so Magier rauskommen, ne? Das ist ja die Frage. Es kann natürlich auch sein, dass da was ganz anderes kommt. Sehr cool, sehr cool. So. Ein Gebäude ist fertig. Gebäude wird errichtet. Alter Verwalter. Warte auf Schüler. Dann machen wir hier mal. Kommen zwei Stück. Magier, mächtiger Magier. Dann gucken wir uns die auch noch schnell an. Okay, die kosten einfach nur einen Haufen Geld. Und Waffen. Ja, wir haben noch 8 Stück. Dann machen wir hier. Dann machen wir das so, ne? Aber okay, das braucht, aber kostet sonst keine Kohle, ne? Wiu. Schnapp ihn dir. Tiere fressen deine Plantage. Wir werden auf jeden Fall die Folge wahrscheinlich hier beenden, ne? Außer, also die Mission. Außer natürlich, das ist wieder die Sache, wenn wir jetzt sterben, ne? Da müssen wir halt noch gucken, ne? Da müssen wir halt noch wahrscheinlich mehr Männer machen. Das kann uns halt noch blühen, ne? Das weiß ich, da habe ich halt gar keine Macht drüber. Wenigstens haben wir jetzt mal wieder ein bisschen. Deine Bevölkerung verlangt mehr Schokotörtchen. Mehr Schokotörtchen, ja, da schiebt's euch sonst wohin. Wo soll ich die. Wieso, wo soll ich die herkriegen? Dir fehlt Holz. Okay. Hätte ich gesagt, die Gruppe 1 geht dann hier voll auf den Turm und Gruppe 2 kümmert sich dann hier um die Mädels. Und der dritte geht dann hier, der Saboteur geht dann halt mal hier mit drauf, ne? Ich bin jetzt so gespannt, was die Magier können. Hoffentlich sind die sau super stark. Wir haben jetzt eh keine Sachen mehr. Also wir können jetzt eh keine. Wir können jetzt nur noch Bogenschützen herstellen dann. Oder wir haben noch ein bisschen, ne? Was haben wir noch? Ich glaube, das war's danach, ne? Wir haben noch einen einzigen können wir herstellen dann. So, natürlich speichern wir nochmal hier, damit dann die Musik wiederkommt. Okay, ja. Ausbildung abgeschlossen. Bin ich ja mal gespannt. Yo. Stark. Ich glaube, der ist so ein bisschen so vergleichbar wie die hier, ne? Yo. So, dann werde ich sagen, komm, wir wissen es jetzt. Wir speichern hier für den Kampf. Also wie gesagt, Attacke. Dir fehlt Holz. Deine Bevölkerung verlangt mehr Schokotörtchen.
Jawohl. Okay, es sieht gar nicht mal so ungeil aus für uns, ne? Ein Gebäude ist fertig. Tiere fressen deine Plantagen auf. Sehr schön, jawohl. Damit haben wir es ja schon, ne? Jo! Jo! Du hast die Mission erfolgreich beendet! Sehr schön. Sajikis haben überraschend einen Amazonenstamm überfallen, die mit dir befreundet ist. Überfallen, die mit dir befreundet ist. Amazonenstadt überfallen, Stamm, Entschuldigung, Stadt, die befreundet ist. Die Amazonen haben um Hilfe gebeten. Vertreib die Sajiki aus der Amazonenstadt und zerstöre den großen Außenposten dort, der als Ausgangspunkt für diesen Angriff dient. Dein Ziel ist es, den großen Außenposten der Sajiki zu zerstören. Die Amazonen haben eine Botschaft errichtet. Ja, logisch ist es. Wir gucken uns das mal ganz schnell an. Hier mal die Sajikis. Und hier haben wir die Amazon, ne? Und die wollen unsere Hilfe. Und wir werden dementsprechend auch agieren. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.